die Möwen kreischen stumpf. Elemente duellieren sich, du hältst mich auf Kurs. Hab keine Angst vom Untergehen, geschlägt ins Gesicht. Ich kämpf mich durch zum Horizont, denn dort treff ich dich. Liegt sie vor uns, Deutschlands einzige Hochseeinsel. Auf Helgoland können Sie gerade jetzt um diese Jahreszeit mal so richtig tief durchatmen und sicherlich nicht nur zollfreie Zigaretten und Schnaps kaufen, falls Sie die Überfahrt überstehen. Und die kann gerade im Winter recht stürmisch sein. Von Oktober bis März ist die Fährverbindung von Cuxhaven aus die einzige zur Insel, auf der uns spannende Begegnungen erwarten. Wir besuchen die Kegelrobben und ihren Nachwuchs. Nirgendwo kommt man Deutschlands größten Raubtieren so nah wie auf Helgoland. So richtig nah möchte man ihnen eigentlich nicht kommen, den Männern des Seenotrettungskreuzers John T. Esberger. Eine Rettungsübung am lebenden und hoffentlich überlebenden Objekt. Früher gab es sie rund um die Insel in Hülle und Fülle. Heute werden Hummer auf Helgoland gezüchtet. Wir besuchen die Hummerstation und erfahren, wie man Hummerpate werden kann. Er war Star in einem ganz besonderen Tatort-Krimi und ist ein echter Helgoländer. Knotenfeature über seine Fernsehkarriere und eine Kunst, die keiner so beherrscht wie er. Knotenpunkt und Tatort Helgoland. Jeden Tag fand unser Schiff im Wind die weite Welt. Wasser, Wind und Wellen. Da dürfen Musik, Tanz und ein echter Shanty-Chor nicht fehlen. Wir sind eingeladen bei der Helgoländer Trachten- und Volkstanzgruppe und den Karpfinken. Gerne mit dir aufs Meer hinaus, wenn ich dein... 62 Kilometer nordwestlich der Elbmündung, 70 Kilometer südwestlich der Südspitze von Sylt liegt Helgoland. Die Insel gehört verwaltungstechnisch zum Kreis Pinneberg, ist also Teil des Landes Schleswig-Holstein. So, jetzt freue ich mich auf Rolf Blädel. Er war 27 Jahre lang Polizist auf Helgoland, ist helgoländischer als jeder Helgoländer und ist der absolute Inselkenner. Danke. Auf Wiedersehen. Tag, Rolf. Dankeschön. Nur deine Jacke grün und das Gesicht. Ja, ich bin nur ein bisschen grün. Es war eine sehr stürmische Überfahrt. Ja, das glaube ich. Das weht ja auch den ganzen Tag schon hier, ne? Ja, ist im Winter teilweise gar nicht sicher, ob man überhaupt mitkommt mit der Fähre, gell? Ja, dann fährt er nicht. Dann hören die auf. Das haben wir öfter mal. Letztes Jahr haben wir eine Woche kein Schiff gehabt. Eine Woche lang? Ja, dann sind die Regale langsam leer. Dann habe ich ja Glück gehabt. Ja. Man kommt auf Helgoland im sogenannten Unterland an. Hier liegt auch der Hafen. Sobald man den verlässt, erreicht man eines der Wahrzeichen Helgolands, die Hummerbuden, in denen heute aber nur noch wenige Hummerfischer ihre Fangkörbe aufbewahren. So, ich habe mir jetzt nochmal eine dickere Jacke übergezogen. Es ist nämlich sehr, sehr windig und stürmisch hier. Wir sind gerade ein paar Schritte vom Hafen entfernt, an den legendären Hummerbuden. Mhm. Bis wann haben hier die Hummerfischer eigentlich gewohnt? Bis die Wohnhäuser fertiggestellt waren. Auf der Insel generell? Der gesamte Aufbau war 64 abgeschlossen. Aber wer vorher sein Haus fertig hatte, ist natürlich eingezogen. Ne? Aber die haben hier teilweise mit 4 Personen drin gelebt, in diesen Hummerbuden. Aber wohnen tut hier keiner mehr? Nein, darf keiner. In diesen darf keiner wohnen hier. Und ist von der Gemeinde so festgelegt, die arbeiten hier drin. Ede, der arbeitet Holz. Moin, ihr beiden. Ede, hallo. Ja. Kennt ihr jeder jeden? Ja. Ja. Wir sind knapp 1500 Einwohner haben wir hier und da bleibt das einfach nicht aus. Nur einen Steinwurf entfernt von den Hummerbuden ist der Lungwei. Das ist helgoländisch und heißt langer Weg, die Kö von Helgoland sozusagen. Im Winter sind nur wenige Geschäfte geöffnet. Die Helgoländer ruhen sich von der Saison aus. Es wird aber auch schon renoviert und repariert für den nächsten Ansturm im Sommer.
Ach ja, ich muss Ihnen noch Biggie vorstellen, den Hund von Rolf. Die beiden sind genauso unzertrennlich wie Rolf und Helgoland. Wie hat's dich auf die Insel verschlagen? Einer meiner Chefs, der sagte mal, meine Herren, wer weiterkommen will, muss wandern. Ich machte damals bei der Schutzpolizei in meinem Heimatort in Friedrichstadt Dienst. Und dann bin ich hin und sage, ich möchte weiterkommen und ich möchte wandern. Ich wollte gerne aufs Wasser, also zur Wasserschutzpolizei. Und da sagten die, was, der ist 27 und Obermeister, der blockiert uns eine Stelle. Es sei denn, er ist bereit, nach Helgoland zu gehen. Hm. Ich so, wie lange Bedenkzeit? Ja, 14 Tage. Ich sag, morgen früh um 10. War gleich klar, das mache ich. Ja, es war für mich klar. Ich musste bloß noch meine Frau informieren, dass wir gehen. Und jetzt willst du nicht mehr weg? Nee, ganz bestimmt nicht. Fühl mich drüben auch, ja, was heißt wohl? Drüben ist das Festland. Festland, ja. Ein paar Tage kann man mal da sein. Aber dann fehlt mir was hier. Das ist, hier ticken die Uhren doch ein bisschen anders als drüben im Festland. Kann man doch ein bisschen tiefer durchatmen. Ja. Würdevoll, Heinrich Hoffmann von Fallersleben. Na, den haben wir alle in der Schule kennengelernt. Und mussten ihn lernen. Das Lied der Deutschen hat er hier geschrieben im Jahre 1841 auf Helgoland. Ich habe vor kurzem mal nachgelesen, in der letzten Strophe soll er von einem fürchterlichen Saufgelage geschrieben haben, aber der wurde dann abgeändert, das müsste die sein, deutscher Wein und deutsche Sitte. Mhm. Und man behauptet ja auch, er hätte das Lied hier für Bier und Schnaps geschrieben. So. Das ist interessant, wenn man sich vorstellt, 1841 wurde es geschrieben, damals gehörte Helgoland noch zu Großbritannien, also wurde das Lied eigentlich in Großbritannien getextet und von einem Österreicher komponiert, nämlich Haydn, sehr international eigentlich. Ja, wie Helgoland auch. Genau. Und 1841 ist nicht die einzige Jahreszahl, die für Helgoland von Bedeutung ist. Warum diese Insel so aussieht, wie sie aussieht, aber nicht, warum ich jetzt meine Haare esse, das liegt nämlich an dem Wind, das erfahren wir, wenn wir jetzt mal in die Geschichte zurückgucken. ...70 Kilometer vor der deutschen Küste gelegen, 1,7 Quadratkilometer groß, etwa 1.300 Einwohner. Die gesicherten Zahlen zur einzigen Hochseeinsel Deutschlands. Wann Helgoland besiedelt wurde, ist dagegen unklar. Wahrscheinlich gab es schon in der Steinzeit Helgoländer, die hießen aber nicht so. In einem antiken Reisebericht wird die Insel Abalus oder Basileia genannt. Helgoland, Hilligland, Heiliges Land. Warum die Insel nun diesen Namen trägt, darüber streiten bis heute die Gelehrten. Eines steht zumindest fest, den Einwohnern war ihre Insel immer heilig, ob sie nun gerade britisches, dänisches oder deutsches Hoheitsgebiet war. Seit mehr als 1300 Jahren ist Helgoland überwiegend von Friesen bewohnt, die bis heute ihre eigene Sprache, Hallunder, bewahrt haben. Deutsch ist Helgoland erst seit 1890. Kaiser Wilhelm II. Tauschte den Roten Felsen unter anderem gegen Sansibar an der ostafrikanischen Küste ein. Mit Ausbruch des Ersten Weltkriegs 1914 musste die Zivilbevölkerung die Insel räumen. Das Nordseebad wurde Seefestung und Flottenstützpunkt. 1918 durften die Insulaner zurückkehren und mit ihnen die Badegäste. 1927 zählte man immerhin 41.000 Urlauber und mehr als 100.000 Tagesgäste. Schon 7 Jahre später wurden auf der Insel Kanonen wieder wichtiger als Strandkörbe. Helgoland sollte wieder eine Festung werden. Und 1938 fassten Hitler und seine Generäle gar den Entschluss, Helgoland zum größten eisfreien Kriegshafen auszubauen. Doch das Projekt blieb Planungswahn. 1890 hatten die Briten Helgoland verlassen. 1943 kehrten sie zurück. Alle Häuser der Insel wurden von britischen Bomben zerstört. Mit Kriegsende mussten die Helgoländer ihre Insel abermals verlassen. Helgoland wurde militärisches Übungsgelände für die Bomberpiloten der Royal Air Force. Der 18. April 1947 ließ Helgoland zum Schauplatz der gewaltigsten nicht-nuklearen Bombenexplosion werden, die die Welt bis dahin gesehen hatte. Nicht um Helgoland von der Seekarte zu tilgen, wie es fälschlich lange hieß, aber die Insel sollte militärisch ein für alle Mal unbrauchbar gemacht werden. Am 1. März 1952 wurde Helgoland zum zweiten Mal deutsch. Die ersten 15 Helgoländer kehrten auf die Insel zurück und fingen an aufzuräumen. Eine Dreiviertelmillion Kubikmeter Schutt und Trümmer wurden geräumt. Ein unglaublicher Kraftakt begann. In den Folgejahren erlebt Helgoland einen regelrechten Boom.
Der aus dem deutsch-britischen Vertrag von 1890 herrührende Zoll- und Steuersonderstatus macht die Insel zum Einkaufsparadies für Tagestouristen, die alle ausgebootet werden müssen, da die Insel keine entsprechenden Hafenanlagen hat. 1971 wird der Höhepunkt erreicht. Die Seebäderflotte bringt mehr als 800.000 Tagesbesucher nach Helgoland. Was mit Frachtern und Containern nachts auf die Insel gebracht wird und an die Händler ausgeliefert wird, schleppen Heerscharen von Touristen in Plastiktüten tagsüber wieder zurück aufs Festland. Doch für zollfreien Schnaps, Zigaretten oder Parfüm kommen seit einigen Jahren immer weniger Gäste auf die Insel. Der Fuselfelsen von gestern will das attraktive Hochseebad von morgen werden. Das wird nicht leicht, aber mit Kraftakten kennen sich die Helgoländer ja aus. Jetzt werden wir zum ersten Mal einem Herrn begegnen, der uns die ganze Sendung über begleitet. Wer er ist, verrate ich Ihnen später. Aber was er tut, das sehen Sie jetzt. Er erklärt uns nämlich sozusagen seine Insel auf ganz besondere Weise. Das geht hier eigentlich gar nicht. Nur die dürfen das, die Helgoländer Kinder, von Oktober bis März, damit sie es lernen. Für alle anderen ist auf Helgoland das Fahrradfahren verboten. Fahrradfahren ist verboten. Gibt es dafür eigentlich wirklich einen Grund? Die Gassen sind zu eng. Und wenn man sich vorstellt, dass hier gut 1000 Leute noch mit dem Fahrrad durch die Gegend fahren, und da hat man in die Straßenverkehrsordnung § 50 reingesetzt, das Fahrradfahren auf der Insel Helgoland ist verboten. Aber es gibt ja ein paar Ausnahmen, ne? Ja, ich habe auch einige Firmen. Und dann die Kinder, die nicht konfirmiert sind, vom 1.10. bis 31.03. dürfen die fahren. Da hast du ja Glück gehabt. Ich habe übrigens jetzt hier diesen riesigen Puschel, denn es ist hier so stürmisch, dass wir hier fast wegfliegen und dass man sonst gar keinen Ton hätte. Wir sind hier nämlich jetzt auf dem Oberland. Helgoland hat ein Unterland, wo wir angekommen sind, und ein Oberland, was 60 Meter hoch gelegen ist. Rund um dieses Oberland führt der Klippenrundweg, auf dem wir jetzt hier direkt an den Klippen sind. Und ist es schon überhaupt richtig Sturm, Rolf? Nö, Starkwind. 6. Und Böen mag vielleicht noch mal 7 drin sein, mehr haben wir nicht. Da bleibst du ganz entspannt. Gestern haben wir ein bisschen mehr gehabt, ja. Und hier unten, da leben jetzt die ganzen Vögel. Ja, sind noch nicht alle da, aber die Basszäufel sind da. Und Eissturmvögel sind da und ein paar von den Kormoranen sind da. Was heißt alle? Was kommt denn da alles noch zusammen? Da kommen noch Trottelummen, 13 Möwen, Tortalken kommen noch dazu und die brüten hier dann nachher alle. Es sind ein paar tausend Brutpaare, die wir hier im Felsen haben. Ach, gibt's ja richtig viel zu sehen. Und wo ist jetzt die lange Anna, das Wahrzeichen der Insel? Die habe ich noch nicht entdeckt. Wenn wir um die nächste Ecke rumkommen, kannst du sie sehen. Steht sie noch? Noch steht sie und ich werde auch noch länger stehen. Mensch, jetzt kriegen wir sogar noch ein paar Sonnenstrahlen bei all dem Wind. Da haben wir uns auch langsam wieder verdient. Ja, das ist Helgoland im Winter. Ja. Und ein paar Regentröpfchen, glaube ich, kommen auch. Alles durcheinander. Und da sehe ich sie. Das ist sie, oder? Die lange Anna? Die lange Anna, ja, da steht sie vor uns. Es gibt doch immer wieder Gerüchte, dass die lange Anna nicht mehr lange steht. Wie wahrscheinlich ist es, dass sie umfällt? Also ich glaube nicht, dass sie umfällt. Sie sieht noch ziemlich stabil aus, obwohl die Auskolkung unten durch den großen Abbruch vor ungefähr 8 Jahren etwas frei geworden ist. Aber ich glaube, da wollte wohl jemand ein Winterloch füllen. Aha. Warum heißt sie eigentlich lange Anna? Hier war früher auf der Nordklippe war das Springhaus, das Tanzhaus. Und da ging Jung Helgoland am Sonnabend hin zum Tanzen. Und da eine Bedienung in diesem Tanzhaus, die hieß Anna und war lang und schlank. Und nach der hat man sehr wahrscheinlich die lange Anna benannt, weil sie auch lang und schlank ist. Ja, ein bisschen wild sieht sie aber auch aus. Jetzt gerade im Winter waren ja ganz schlimme Stürme hier auf Helgoland. Sturmtief Thilo letzten Herbst. Was hat der eigentlich genau angerichtet? Ja, hauptsächlich der Düne hat er geschadet. Und zwar hat er uns am Nordstrand ungefähr 52.000 Kubikmeter Sand aus den Dünen rausgeholt. Und das muss wieder aufgefüllt werden zum Frühjahr hin. Wie? Wird aufgespült und die fahren schon am Südstrand Sand zusammen und das wird dann mit LKWs rumgefahren, mit Trecker. Wird das mit den Stürmen schlimmer oder hat das Helgoland immer schon so erlebt? Die Intensität scheint stärker zu werden. Wir haben ja früher immer schon viele Stürme gehabt. Aber so hohe Windstärken, die haben wir nicht so häufig gehabt früher. Ja, man hat fast Angst, dass man wegweht.
Ja, wenn das richtig weht hier, dann kann man sich auf der Klippe auch nicht halten. Nee, haben wir noch Glück jetzt. Ja.